Ja, hi und herzlich willkommen zu meinem ersten Storytime-Video. Ich wurde neulich auf Telonym gefragt, was das Gruseligste war, was mir jemals passiert ist. Und da ist mir eine Geschichte eingefallen, wo ich dachte, nee, das schreibe ich jetzt hier nicht hin. Das werde ich einfach mal in einem Video verwursten, weil das ist so absurd. Da fühlt ihr euch bestimmt ganz gut unterhalten. Also, ich fange auch gleich an. Jedenfalls war das vor 2 bis 3 Jahren, ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Da war ich nachts mit einer Gruppe Freunden unterwegs und plötzlich wollten alle in einen Club rein. Ich bin aber dann mit 2 Freunden weitergegangen, weil uns die Musik einfach nicht zugesagt hat und wir hatten einfach keinen Bock, haben uns ein bisschen abgespalten und sind bis zur nächsten Hausecke, um einfach erstmal zu beraten, was wir jetzt stattdessen machen wollen. So, soweit, so gut, wir standen dort rum und plötzlich tauchte so ein Mädel auf. Die war eigentlich ganz hübsch, ich schätze mal so 20, blond, war eine ganz niedliche, torkelte ein bisschen, also wirkte ein bisschen angetrunken, vielleicht auch so ein bisschen gehetzt, aber ansonsten eigentlich ganz normal. Jedenfalls kam sie dann so neben mich, war so ein bisschen aufgeregt und meinte so, ja du, ich müsste mal mit dir allein reden. Ja, ich habe mir aber nichts weiter dabei gedacht, dachte mir nur so, vielleicht braucht sie einfach einen Tampon oder sonst was, möchte halt mit mir alleine reden. Okay, bin ich ein paar Schritte mit ihr weg und sie sagte dann so, nee, nee, wir müssen noch ein Stück weiter weg und warf so einen Blick zu den Jungs, wo ich dachte so, okay, darf wohl anscheinend wirklich kein männliches Wesen hören oder warum auch immer. Jedenfalls packte sie mich dann so an den Schultern und schob mich in den nächsten Hauseingang rein. Das war ein bisschen komisch, aber wirklich was dabei gedacht habe ich mir immer noch nicht, weil sie sonst eigentlich ganz normal wirkte und ja. Ja, da standen wir dann im Hauseingang. Sie hat mich nach meinem Namen gefragt und hat mir auch gesagt, dass sie Hannah heißt. Ob sie wirklich so heißt, habe ich nie herausgefunden. Und dann plötzlich meinte sie, ja, ich glaube, du bist eine ganz tolle Person und du bist bestimmt ganz nett. Und eigentlich will ich dir das gar nicht antun. Und dann dachte ich mir schon so, oh Gott, was passiert jetzt? Druck so ein bisschen rum und plötzlich meinte sie einfach so, ja, es tut mir leid. Schnappte mich einfach an den Schultern und biss mir so richtig, so doll sie konnte, hatte ich zumindest den Eindruck, in den Hals. Sie biss mir einfach fucking in den Hals. Und biss halt wirklich richtig zu. Ich habe sie versucht wegzudrücken, das half nicht. Umso mehr ich versucht habe, sie wegzudrücken, umso mehr hat sie quasi zugebissen. Das tat ja auch weh und dann habe ich einfach gewartet, bis sie fertig war. Und plötzlich stand sie wieder vor mir, hat sich so den Mund abgewischt. Da war zwar nichts dran, weil zum Glück hat sie mich nicht blutig gebissen. Aber wischte sich so über den Mund und meinte, lauf weg. Und ich dachte mir so, nö, kannst du vergessen. Man ist ja dann auch irgendwie geschockt und ich stand dann erstmal da und dachte mir so, oh Gott, das kann jetzt nicht wirklich gerade passiert sein. Mir hat jetzt nicht gerade irgendeine fremde Person in den Hals gebissen. What the fuck is going on? Ja, und jedenfalls hat sie dann gemerkt, dass ich nicht einfach vor ihr wegrennen werde und dann ist sie selbst weggelaufen. Ja, und die stand dann da. Aber die Geschichte geht noch weiter. Ich bin dann zurück zu meinen Freunden. Dann sind wir erstmal in den Dönerladen, haben kurz was gegessen. Ich habe mir auf dem Klo angeguckt, was sie da für Bisswunden hinterlassen hat. Wenn ich das Foto finde, dann werde ich das hier gleich mal einblenden. Und ich habe auch gesehen, dass es halt richtig krass gerötet war und es hat auch wehgetan, fing an anzuschwillen und später ist das auch richtig blau und grün geworden. Also es hat locker noch 1-2 Wochen gedauert, bis das abgeheilt war. Tat auch noch die nächsten Tage richtig weh. Ja, jedenfalls sind wir danach zurück zu dem Club, weil wir uns dann doch nochmal mit 1-2 Leuten treffen wollten, die vorher mit in den Club gegangen sind. Und da habe ich dann Hannah wieder getroffen. Und zwar lag sie auf der Straße, hat gebrüllt wie am Spieß. Und dann kamen plötzlich 2 Leute, ich glaube, das waren Rettungssannis, weil dann nämlich auch schon Polizei und Krankenwagen am Start war, und haben sie einfach von der Straße getragen und irgendwie in eins von diesen Autos geladen. Und dann bin ich kurz zu einem der Polizisten hin und habe gesagt, egal was ihr mit der macht, Vorsicht, die beißt. Und habe kurz die Geschichte erklärt. Der hat mich dann auch gefragt, ob ich Anzeige erstatten will, weil er das natürlich auch gesehen hat, diese Verletzung an meinem Hals. Aber ich habe dann gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich will eigentlich nur noch nach Hause dann. Und habe es quasi dabei belassen. Also irgendwie ist die da völlig durchgedreht. Ich habe halt überlegt, ob sie irgendwelche komischen Drogen genommen hat, ob sie zu viel Vampire Diaries geschaut hat. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls konnte ich dann auch nicht mehr herausfinden, ob jetzt Krankenwagen und Polizei nur wegen ihr da war, weil die halt dort auf der Straße lag und gebrüllt hat. Oder ob sie vielleicht noch jemand anders angegriffen hat. Das werde ich nur nie erfahren. Es war auf jeden Fall eine ziemlich krasse Nacht und auch die Story allgemein fand ich ziemlich heftig. Habe ich auch so noch nie von jemand anderem gehört. So, und das bringt mich zu meiner Frage. Was ist denn so das Krasseste, was euch jemals passiert ist? Würde mich total interessieren, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Lasst uns noch mal so ein bisschen quatschen. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal und macht's gut. Lasst euch nicht von Vampiren beißen. Tschüss.